Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben uns heute mal aufgemacht auf eine kurze Wurfsession. Sonst sind wir immer mehr mit dem Boot unterwegs. Aber heute haben wir nur eine kurze Nacht Zeit. Von daher ist das ideal, um mal sowas zu machen. Genau, das ist ja auch eine Sache, wo ich auch öfter mal Bock drauf habe. Die wir auch so noch nie richtig gemacht haben. Zusammen zumindest. Aber ich war hier jetzt schon ein, zwei Mal. Ich weiß, dass es hier eigentlich ganz gut läuft. Allerdings war das bis jetzt nur im Herbst. Mal gucken, ob die Fische sich jetzt hier auch umtreiben auf Wurfdistanz. Und ja, werden wir mal gucken, ob die Fische unser Futter hier vorne annehmen. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen gefüttert, ein bisschen Futter verteilt. Ja, ja. Ist ja ein relativ kleines Gewässer. Wir waren hier aber auch schon viel mit dem Boot unterwegs. Das machen wir eigentlich meistens mit dem Boot ablegen. Das kennt ihr aus den anderen Videos. Da brauchen wir euch nicht viel erzählen. Und die, die es nicht gesehen haben, guckt gerne mal rein. Ja. Von daher versuchen wir mal unser Glück. Wir haben so ein bisschen auffällige Pop-Ups, die werden wir jetzt nutzen und hoffen wir mal, dass wir hier ein paar Fische auf dem Platz kriegen. Also klassisch ne, Schneemänner oder Pop-Up-Licks erstmal rauflegen. Ich glaube, Bodenköder machen jetzt für einen schnellen Biss noch nicht so viel Sinn. Und ja. Aber die Fische scheinen auf jeden Fall schon mal da zu sein, auf das Futter angesprungen zu sein, was wir schon aufgebracht haben. Gucken wir mal, was das wird. Genau, werden wir mal sehen, ne? Ziemlich hart der Boden hier. Hübsch wird das heute auf jeden Fall nicht. Guck dir das mal an. Oh, jetzt aber. Wir haben jetzt auch die ganze Zeit schon immer mal wieder tatsächlich auch Fische rollen sehen. Auch immer wieder Gründe blasen. Die scheinen auf jeden Fall da zu sein auf dem Futter. Die PVA-Säcke, die benutze ich eigentlich im Sommer gar nicht, außer zum Werfen. Einfach nur, dass die Montage sich nicht vertüdert. Mit dem Schwerpunkt am Haken ist es natürlich auf Nummer sicher, weil ich fische auch relativ weiches Vorfachmaterial. Ich habe jetzt mein steifes, mein ummanteltes habe ich jetzt gerade nicht mehr dabei. Deswegen, das funktioniert aber auch. Die Route hier vorne werde ich ein bisschen mit Partikel versuchen mit zu aktivieren. Voll daneben. Eigentlich wollte ich da angeln. So, ein paar Beulichen mal hinterher gleich. Wir versuchen jetzt mit nicht ganz so viel Futter zu arbeiten, da wir wissen, dass die Fische da sind. Finde ich, umso mehr Futter du nachher liegen hast, umso länger dauert es natürlich auch, bis der Fisch sich hakt. Wenn du direkt am Fisch angelst, dann braucht man eigentlich auch nicht viel Futter. Deswegen zwei Hände mit rüber mit dem Wurfrohr und dann müsste das eigentlich genügen. Marlon war ja schon das eine oder andere Mal hier. Ich nicht. Daher habe ich mir jetzt noch mal meinen Deeper mitgenommen. Sonst hänge ich ihn ja ans Boot ran. Das heißt, das Band kann jetzt auf jeden Fall erstmal ab. Dann habe ich zu Hause immer noch so eine alte Telerute liegen. Da habe ich mir mal irgendwann so eine richtig fette, geflochtene Schnur aufgemacht. Und so einen riesigen Wirbel. Die ist zwar wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen, würde man denken, aber gerade dafür so eine alte Telerute, schnell verstaut irgendwo mit in die Tasche rein. Die kriegt man immer irgendwo zwischen. Und gerade mit dieser fetten Schnur kann eigentlich nichts passieren. Braucht man auch nicht so Angst haben, dass irgendwas mit dem Deeper passiert. Ich hänge den dann einfach immer direkt hier ein, in den Clip. Kann man sich quasi so auch nochmal die Kante suchen, beziehungsweise den Platz. Ich werde das mal kurz vorbereiten und dann zeige ich euch das alles nochmal. So, ich habe das jetzt soweit vorbereitet. Hier vorne
läuft jetzt quasi der Bildschirm auf dem Handy. Das blende ich euch gleich nochmal unten ein, dass ihr da direkt mitgucken könnt. Brauchen wir da nicht die ganze Zeit drauf filmen jetzt. So, jetzt versuche ich da mal. Dadurch, dass hier die Bäume sind, müssen wir ein bisschen flacher werfen. Da sind wir jetzt ungefähr bei 5 Meter. Ich würde aber gerne vielleicht auch noch ein Stückchen weiter raus. Guck mal da. Ja, also auf jeden Fall auch schon die ersten Fische unterwegs da unten. Ihr könnt das natürlich auch mit einer Lotpose machen oder so. Ich denke mal, das brauchen wir euch nicht erzählen, wie ihr die Tiefe herausfindet. Hier geht die Kante runter. Aber dadurch, dass die Fische jetzt doch ziemlich mittig unterwegs waren und wir auch da die Blasen gesehen haben, gehen wir mal davon aus, dass sie da auch fressen werden. Dementsprechend denke ich mal, dass ich meine Montage wirklich in die Mitte auch mit reinfeuern werde. Eine werde ich hier vorne auf jeden Fall am Rand, am Baum, da werfe ich jetzt auch noch einmal hin. Guck mal so in etwa, was die Tiefe da so sagt. Das geht ja noch fit. Du gehst ja ein kleines bisschen weiter raus auch, ne? Ja, ja. Aber es geht auch nicht viel weiter runter. Wir haben jetzt ungefähr 3,50, 3,60. Da ist der Untergrund auch ein bisschen härter, sehe ich gerade. Da werde ich auf jeden Fall die andere Montage platzieren. Und die erste, die fahre ich jetzt einfach weiter raus. Ich habe mir auch kleine PVA-Beutel fertig gemacht. Auch aus dem Grund, damit die Vorwächer schön am Grund gestreckt liegen. Weil gerade bei dem weichen Vorfachmaterial weiß man das nicht immer unbedingt, wenn man jetzt wirft, auch gerade ein bisschen weiter und wir wollen jetzt ziemlich weit raus, dass sich das dann irgendwie vertüdelt. So streckt sich das schön durch mit dem PVA. Beim Absinken kommt das PVA hinterher, legt sich auf den Grund, kann eigentlich nichts schief gehen. Ja, ich merke das auch gerade, dass mir das ein bisschen schwer fällt. Mit dem Wurfrohr bin ich nicht so oft zugange. Ist natürlich dann nicht so einfach, wenn man das so selten in der Hand hat wie ich. Wir haben uns sowieso dazu entschieden, jeder nur mit 2 Ruten zu fischen, auch wenn wir 3 Ruten fischen dürften. Einfach mit 3 KV-Ruten ist das alles ein bisschen eng, vor allem wenn du wirklich einen Fisch drauf hast. Und ich habe mir dann überlegt, meine dritte Rute einfach hier vorne an den Baum zu legen, auf Aal mit einem Wurm, solange wie wir jetzt noch draußen sitzen. Und so, einfach mal versuchen, warum nicht, ne? Ruckzuck ist jetzt die Sonne hinten runtergegangen und ist das Licht sofort weg gewesen. Man merkt, dass wir jetzt langsam den Sommer durch sind und dass die Nächte kürzer werden, Stück für Stück. Aber ich freue mich auch schon extrem auf den Herbst. Ich muss meine Posen nebenbei nur ein bisschen im Blick behalten. Das war totaler Käse. Mein scheiß Stopper, der hat sich die ganze Zeit verschoben beim Werfen in den Rutenring, weil der zu leicht drauf saß. Ja, ich habe gedacht, was macht er da? Eine halbe Stunde hat er da rumgefummelt. Ja. Auf jeden Fall sind die Fische am Rollen wie Sau hier. Das also, Klatschen einer Tour. Ich denke mal schon, dass heute Abend was passieren wird. Hoffen wir mal, ne? Ich hoffe auch. Schauen wir mal. Genau, jetzt machen wir uns erstmal was zu essen. Ganz entspannt Abend ausklingen lassen, so wie immer. Die Ruhe genießen. Und dann hören wir uns hoffentlich. Genau. Ja. Da kam der erste Biss da ziemlich spät. Das wird ja gleich hell, ne? Naja. Aber lieber spät als nie, ne? Ist aber losmarschiert, wa? Aber ordentlich. Puh.
Schoki? Das wäre cool. Da ist er drin, der Schuppenmann. Schönes Ding. Hey. Das ist aber sauer, du. Da haben wir doch noch einen kleinen Schuppenmann abgreifen können sogar. Ein von den wenigen aus dem See hier. Cool. Riesenpaddel und schlanke Körbe. Und genauso hat er sie auch drillen lassen. Schön Action gemacht. Geil. Hat sich die Wurfsession auf jeden Fall wieder ausgezahlt. Gucken wir mal, dass noch ein zweiter kommt für Danny. Und dann war es auf jeden Fall schon wieder eine gelungene Aktion hier. Das ballert hier in einer Tour, Wahnsinn. Zweite Route liegt jetzt auf jeden Fall wieder. Hier gleich ein paar Bollys mit nachgestickt. Und mal gucken, ob vielleicht noch einer kommt. Die Fische sind gerade voll on fire hier. Also hat uns sowieso gewundert, warum es jetzt so spät das beißt hier, weil es ja alles voll Fisch ist. Aber naja, muss natürlich auch fressen wollen. Ne? Raus. Da kann doch noch einer hier ganz vorne, ne? Ja, habe ich gar nicht mehr mitgerechnet. Oh, oh. Alter. Das ist ein fetter Fisch. Oha. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Fisch vom Land gedrillt habe. Dass ich den so mit Volldruck unter dem Baum rausgezogen habe. Boah, hat das geklatscht da draußen. Ja, ich habe es sogar ein bisschen gesehen. Eingecheckt. Danke. Jetzt gegen morgen ist bei mir auch noch ein Fisch abgelaufen. Mit so einem Fisch habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet, dass einfach so in der kurzen Wurfsession einer meiner besten Fische aus diesem Jahr, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ein richtig heftig geiler Spiegler. Wahnsinnsfisch. Ich bin einfach nur happy, glücklich, sprachlos. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Einfach so vom Land gedrillt. War jetzt auch nicht gerade einfach. Der hing ja noch unter dem Baum da fest. Nee. Wahnsinn. Ich denke mal, die Nacht war doch relativ erfolgreich für eine kleine kurze Nacht. Zwei Fische konnten wir landen, jeder ein. Genau. Und das für so eine kurze Wurfsession. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt wird es langsam Zeit, hier abzuhauen. Wir sind hier genau unserem Weg. Moin! Und naja, ist halt nicht gerade schön, wenn man ein bisschen seine Ruhe haben will. Aber naja, ne, wir setzen uns ja trotzdem hier hin und nicht irgendwo in die Wallapampa. Sind wir natürlich selber dran schuld. Das ist ja diesmal ziemlich instant gemacht, einfach ohne groß vorzufüttern. Genau. Beim nächsten Mal würde sich das vielleicht nochmal erübrigen oder vielleicht lohnen, nochmal einen Tag vorher ein bisschen
Futter zu verteilen. Das werden wir mal sehen. Wir werden bestimmt noch mal eins machen. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt demnächst mal eine Spomp besorgen, weil ich habe mir ein paar Partikel mitgenommen, aber die kriegst du halt nicht so auf wie Weite, ne? Also selbst mit der Kelle nicht. Wenn da der ganze Hanf mit drin ist, das fliegt mit überhaupt dem Wurfrohr nicht. Ging das ja einigermaßen, aber. Ja, ich würde mir mal eine Spomp besorgen und dann kann man auch ein bisschen weiter draußen füttern. Gerade für solche Sachen. Ja, ich glaube, das hätte ziemlich viel ausgemacht, hätten wir hier noch ein bisschen Partikel mehr verteilen können. Für eine schnelle Nacht, für die Aktivierung des Spots ist immer gut. Naja, ja. Was sollen wir machen? Ja, mal gucken, am nächsten Mal dann vielleicht. Hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ja. Und vergesst auch das Abo nicht, wenn ihr keine zukünftigen Videos mehr verpassen wollt. Und vor allem unterstützt ihr dadurch auf jeden Fall auch den Kanal. Von daher... So ein kleiner, kurzer Klick kostet euch nichts. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. Alles klar, Leute. Ciao. Oha. Oha. Oh, jetzt ein Finger eingeklemmt. Keine Haare dran, ne? Ich kann erst mal gucken, dass ich hier nicht hinfall. Nein, sag es jetzt. So. Bevor du hinfällst. Ich habe vorhin noch gesagt, irgendwer muss sich hier heute noch ausziehen und die Partikel da rausschwimmen. Irgendwie wollte es dann keiner machen. Wenn du mir weiter so auf die Nerven gehst, dann schmeiße ich dich einfach so rein. Dann kannst du auch die Partikel da rausbringen. Ich muss dich da rein. Dann feuerst du aber auch wie ein Idiot. Das sage ich ja, ich habe es ja gesagt. Wenn man das nicht so oft in der Hand hat, dann ist es schwierig. Also wenn die Fische da hinten fressen, wo jetzt die Boilies gelandet sind, dann wird das auf jeden Fall nichts mit dem Fisch heute Nacht. Durch. Wenn man das jetzt mal kurz stillhält. Oder auch nicht. Findest du das? Was? Diese Menschen mit ihren Autos und der lauten Musik. Finde ich gut. Findest du gut? Gut. Bist auch einer von denen, ne? Ja. Einfach mal was Ruhiges hören vielleicht.